Hallo. Willkommen zum Samstagabend-Stream, 20 Uhr, Wochenende, beste Zeit, um in World of Warships einen Haufen Vollpfosten zu sehen. Ach ja. Kamera wird vermutlich nichts, weil es zu dunkel ist, deswegen ich schalte einfach mal rüber. Gemütlich ist für mich leider ein Fremdwort. Mein blöder Kopf ist durchgehend am Oversinken. Da fange ich lieber morgen früh an, wenn ich fit und ausgeruht bin. Ja, viel Spaß. Geht aus, das geht aus. WoWS geht. Ach, guck mal an, da haben wir es. So, ich gehe mal zu Sanka, ne? Hallo. Hallo. Wie geht's? Wie geht's? Doch, alles fit und selbst? Ja, ich habe heute einige gute Runden gefahren. Nee, noch keine. Gestern ging bei mir das Internet ja gar nicht. Ah. Deshalb hat er von mir gestern auch gar nichts gehört. Und sonst wäre ich so gerne Minecraft mit gewesen. Ja. Ah, ich bin mit meiner Nachricht im Bild. Ah. Hey, Buddy. So, wir kommen noch dazu. Ich habe gehört, dass ein gewisser Nimantu Lust hätte. Ja, prinzipiell schon, aber er sagte einerseits Biorhythmus, andererseits er will morgen früh anfangen. Aber okay. Wenn du trotzdem noch mitmachen willst, wer zuerst im Discord ist und so. Nie vergessen niemand, du. Wenn du mit reinkommst, ersetzt es einen Vollpfosten aus unserem Team. Das heißt, es ist immer gut, wenn du dabei bist. Jedes Divisionsmitglied ist besser als ein Teammate. Im Normalfall. Mhm. Außer man hat so Glück wie Maggi und oder so viel Pech wie Maggi und kriegt so ein Ahoi, die Gegner hier oder ein Yo-Boy und Oh-Boy. Das Ding ist, ja. Ich hatte den Tag, oder vorgestern hatte ich ja die Divi, die tatsächlich richtig nützlich war auf meiner Seite und jetzt hatte ich die halt mal als Gegner. Und ganz ehrlich, ich finde es ja nicht mal schlecht, wenn die Gegner gut sind, weil so, weißt du, dann kannst du dich halt auch selber verbessern, weil du halt weißt, an welchen Stellen du dann die Fehler machst. Und in dem Fall habe ich tatsächlich sehr zurückhaltend gespielt. Wir hatten als Team da den Punkt, wo die Divi dann war, direkt aufgegeben gehabt ungefähr und nur auf Verteidigung gespielt. In der Hoffnung, dass das Team auf der anderen Seite dann entsprechend pusht und capped und ja, halt die Gegner umnietet von der Rückseite. So, der Großteil des Teams war halt auch auf der Seite. Mhm. Und ja, doch, niemand tut einen Vollpfosten oder einen Vollpfosten setzen, ist optimal, weil ein Vollpfosten ist ein Pfosten. Der kann nichts. Ein Noob kann wenigstens lernen, das ist der Unterschied. Ein Noob ist lernfähig, ein Vollpfosten nicht. Vollpfosten steht wenigstens. Ja, es war hohl, aber. Ja, die Vollpfosten hier, die sinken meistens nur. Ich kenne genau die Stelle, wo ich meinen Fehler mache, das Spiel zu starten. Och man, Buddy. Ich meine, wir ziehen dich eigentlich gerade auch viel zu oft in die hohen Gefechte mit. Da bist du eigentlich noch gar nicht so drin, aber. Ist ja auch mir geschuldet. Immer wenn der Magie hier die hohen Tiere fallen, also wirklich. Ja, das Ding ist halt, um meinen meinen Satz zu beenden da. Ich hatte halt jedenfalls dann sehr defensiv gespielt und das hat auch soweit gut gepasst. Also, ich habe 111.000 Schaden gemacht die Runde. Und das, also, sagen wir mal so, man hätte sonst auch schon deutlich eher mal versenkt werden können, aber es hat funktioniert. Mhm. Und dahingehend bin ich eigentlich schon zufrieden, weißt du? Das Problem war nur halt, dass dann die ganzen Schlachtschiffe, die auf der, die eigentlich hätten reinfahren müssen, einer nach dem anderen haben sie sich umnieten lassen. Naja, es gibt halt, du musst halt immer abwägen als Schlachtschiff. Vor allem zusammen mit dem Kreuzern und falls sonst hier vorne ist, mit denen auch, diese mit den DDs.
Fahre ich rein, bleibe ich hinten, fahre ich defensiv. Das ist immer, wie gesagt, es gibt auch Momente, wo ich mit dem Thunderer pushe und mit dem Thunderer pusht man nicht. Aber wenn die Möglichkeit gegeben ist, dass ich sagen kann, ich kann die Flanke hier zerstören, kann durchfahren und kann dann das, was in der Mitte noch übrig ist und auf der quasi anderen Seite der Mitte noch übrig ist vom Gegnerteam, kann das wegfarmen mit meinen HE und AP-Granaten, 47 mm immerhin, dann mache ich das, wenn ich weiß, ich habe einmal ein Match gehabt. Ich war, glaube ich, Manager und Bart. Wir hatten eine Hindi auf unserer Seite, eine Venetien, und ich gesagt, komm, wir pushen. Und ich habe gesagt, komm, fuck it, genau, pushen wir. Mhm. Ich bin im Leben nie alleine gepusht. Das war eine komplett dumme Idee in meinen Augen, weil auf der anderen Seite war eine Masso. Da war noch eine Hindenburg, eine Georgia und ich glaube noch irgendwas anderes. Mhm. Irgend noch ein T10er, T10-Kreuzer, glaube ich, war es noch. Nee, T10 DD, ich glaube, Daring war es. Die Daring ist abgehauen von denen. Die Georgia hat Torpedos gefuttert. Ich glaube von Hindi und von Venezia. Die ist down gegangen. Und die, was war es, die Masso, der habe ich, glaube ich, 5000 gedrückt und den Rest, oder ich glaube erst, ich habe den restlichen 5000 gedrückt und den Rest hat die Venezia vorher reingemacht. Ne? Mhm. Schön mit SAP komplett das Ding einmal weggerotzt. Was ist denn das Wort? Und dann würde ich sagen, das war ein einwandfreier Push, der lief einwandfrei, aber das läuft halt nicht immer so. Wie gesagt, der Push hätte auch komplett schief gehen können. Hätte die Masso nicht, weil die Masso hat gedacht, okay, ich spiele erstmal defensiv, weil die Venezia da ist. Als DD ist das eine natürliche Sache beim italischen, bei den Kreuzer. Er hat aber zu defensiv gespielt. Er hätte rausgehen müssen ins Offene und hätte uns beschießen müssen. Durchgehend offen halten müssen, weil wir ja zurückgeschossen hätten. Hat er nicht gemacht. Ja, ist gut, in dem Fall war es jetzt halt so, dass der Großteil des Teams war halt auf einer Seite und hätte ohne Probleme pushen können, weil Bones war halt die gute Divi plus noch zwei, drei andere Schiffe und wir waren zu dritt da. Ich mit der Pommern, die Karga war da, die hat es dann noch schnell versenkt und ich glaube noch irgendein Schlachtschiff? Nee, Kreuzer. Irgendein Kreuzer war noch dabei. Mhm. Und wir konnten die Gegner zumindest verlangsamen. Aber wir waren halt auf der anderen Seite nicht schnell genug, obwohl da der Großteil des Teams war. So, das ist halt so, ha, naja. Ah ja. So, armer Buddy. So, mein Tag ist noch am Start. Ich wollte das erst tippen, dann abschicken. Koordination zu dieser Uhrzeit. Autokorrektur hilft gerade. Ja. Autokorrektur hilft gerade massiv, auch bei so unbekannten Wörtern wie Vollnoob. Habe Coldspeed selber gespielt, im BeamNG die Nordschleife besucht, Wäsche gewaschen, Abwasch gemacht, Heißluftfritteuse eingeweiht und Espressomaschine eingeweiht. So viele Maschinen. Ich komme mal bei dir vorbei, Mantu, ne? Schön mittags für Pommes und nachmittags für Kaffee. Ja. Ach ja. Ja, wenn mein Motorrad endlich wieder einsatzfähig ist, dann bin ich erstmal drei Wochen weg und dann wird ein Roadtrip gemacht, oder? Dann weiß ich nicht. Keine Ahnung, ob ich die Zeit dafür habe. Hoffentlich irgendwann mal auch mal den Motorradführerschein und. Ja, gerne. Komm dann, wenn ihr zwei abgelenkt seid und schnappt den Wuffel. Ja, kommt alle rum. Ja. Mach noch Ende der Ausbildung vor anderthalb Jahre oder so noch. Also im Idealfall noch ein Jahr und einen Monat oder so. Dann ist die Ausbildung durch und dann kann man sich mal irgendwo in Hannover treffen. Ah ja, das klingt doch mal was. Weil manche kommen aus Norden, manche aus Süden, manche aus Westen. So, da, Gut, bis Hannover ist es von mir aus ein Stück, aber hey. Lässt sich schön hochfahren. Ich sag mal so, an sich, es reicht auch mit der Bahn hinzufahren, ne? Einfach Hannover Hauptbahnhof, wo gut ist. Nee, im Ernst. Es reicht, also ich meine, Hannover Hauptbahnhof treffen und von da aus kann man loslatschen, weißt? Wohin auch immer man will. Stimmt. Es ich muss sagen, ich glaube, ich war bisher erst einmal in Hannover. Mhm. 2000. Stimmt, das hast du mal erzählt. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals seitdem wieder in Hannover war. Na gut, da muss ich ehrlich sagen, wozu? Wie gesagt, das war die Weltausstellung und da war es ein Grund, nach Hannover zu fahren. Seitdem, ich hatte keine Vorstellungsgespräche in Hannover gehabt, keinen Job in Hannover. Das hatte ich ja nie ergeben. Und wenn du halt nicht hin musst, im wahrsten Sinne des Wortes, dann fährst du auch nicht. Wie gesagt, ich glaube, ich war dreimal in München in meinem Leben oder so.
In München bin ich. Und das eine Mal kann ich nur dazu zählen, dass ich in München war, weil ich südlich von München ein Vorstellungsgespräch machte in der Bäckerei. Ansonsten wäre ich nie nach München gewesen. Ich habe dann in München halt außerhalb München übernachtet und mir am nächsten Tag mal die Stadt ein bisschen angeschaut. Ansonsten wäre ich da nie hingefahren. Ich war zur Expo. Der Verkehr ist grauenhaft. Ich war zur Expo mit der Schule mal in Hannover. Allen Ecken, oha, dann treffen wir uns in der Mitte beim kleinen Heldenlädchen. Im wunderbaren kleinen Lädchen. Da passt man nicht rein. Ich sage ja immer, das sind so 2 Quadratmeter, die er da hat. Reicht doch. Für 2 Personen, ja. Ja, 2 Quadratmeter für 2 Personen. Kann man sich noch bewegen, ich bitte dich. Nein, Paddy, ich wusste, dass das kommt. Nein, Buddy. Buddy-Shaming hier, im wahrsten Sinne des Wortes. Oh, direkt gematcht. Mal gucken, was das wird. Übrigens, jetzt, wenn ich immer Pommer gefahren bin, ne, es war auch immer eine Jump-Hard auf der Gegenseite. Mhm. Also fast immer. Ich glaube, in dem Gefecht gegen Oboi und so waren die nicht dabei, aber ansonsten... Also eine Jump-Hard ist Minimum drin. Ja. Oh, auf der Gegnerseite. Wie sieht es eigentlich mit John aus? Ich habe seit der Tag den gefühlten ganzen Tag schon alles Mögliche, ja. Die Skylines. Nicht nur, aber ja. Er hat irgendwann angefangen. Nee, wie gesagt, ich habe heute Morgen, wie gesagt, erstmal den Bach bei uns aufgefüllt, dann. Den Bach? Ja, wir haben einen Bachlauf im Garten. Also hinten auf der Wiese quasi in der Pause. Okay. So einen kleinen Feind, sagen wir es so. Dann habe ich die Pflanzen gegossen, dann habe ich Küche, Bad und Flur gesaugt. Dann habe ich von meinem Vater bzw. meinem Bruder das Auto gewaschen, dann meins gewaschen, Mittag gegessen, duschen und seitdem nur auch gechillt, weil ich war. Aber ich auch fertig. Willkommen auf meiner Party, Kapitän. Okay. Schön reingeschifft zum Auffüllen. Wir haben hier die WB-TV bei uns. Die ganze Stadt Mainz Warner gewaschen. Aber sehr gut. Kronos is worth RGEU, okay. Nexus 135 und Salty Boy 420, ja. Die Namen von dem sind ja schon Meme-like, aber... Ja. Ach, die Namen von, WB-TV. Von der Divi, die ich vorhin in den Discord gepostet habe. Die war auch nicht schlecht. Einer hieß ein Rudel Essiggurken. Der nächste hieß Verwaltungsassistent. Irgendwas mit Kölsch, da weiß ich nicht mehr. Und auf unserer Seite war noch hinten außen. Warum auch immer man sich hinten außen nennt, aber okay. Wenn er sich rechts außen genannt hätte, dann könnte ich es noch halbwegs verstehen, aber. Nein, Was mein Auto. Ich sag mal, die Schorsch auf der Gegenseite hat auch einen schönen Namen. Die Schorsch auf der Gegenseite. Ja, moin, John. Der Armord Armadillo. Ich hab's okay. Alter. Natimov, okay. Was ist das? Hobby. Und wie läuft der Städtebau so? gerade ziemlich anstrengend. Hatte gerade ein Verkehrschaos. Das werde ich. Na gut, der Standard, ne? Sei froh, ja, dass du, Kai, sei froh, dass du nicht ohne. SimCity spielst. Oh, eine Öland. Ja, jetzt, eine Öland jetzt in... Jetzt wollen die alle wieder rum, weil jetzt muss ich gerade Wohnung machen. Gottes Willen, ey. Ach, nervt das. Können sich ja nicht entscheiden, ne? Erst wollen die dann rum, dann wollen die das haben, dann will ich das haben. Nee, also läuft. Warum haben die das Gefühl, die machen einen Push rein nach C? Glaube ich, unser Team nehmen. Ja, vor allem schon, die Baltimore und die Tallinn haben schon gedreht. Ja, vor allem Baltimore macht ja so richtig alles scheiße. Open Water Baltimore, schlimmer kann man nicht fahren. Also WB ist schon mal nutzlos. Richtig.
Jawohl, zieht er auf Mogami. Geht doch. Sehr schön. Mensch. Wie gesagt, das Ding fährt Breitseite und in der ersten Salve landet legit nichts. Ja, ist klar. Da ist nicht mehr. Okay, Gott sei Dank habe ich nicht mehr geschossen. Oh je. Ja. Ist hier nur Öl an Torps, aber trotzdem ist es. Ja, ich weiß. Ich habe eigentlich gehofft, dass die meine Drehung schon ignoriert hat. Komm und Pommern macht mich stolz. Ach, ich sehe da einen. Moin Chaos! Moin! Autsch, Autsch, Autsch. Jetzt brennt die Hütte schon wieder. Die Hipper auf der Gegenseite, oh mein Gott. Ihr seid schon zu dritt, ne? Nee, wir sind eigentlich nee, noch nicht ganz. Drin. Ne, wir haben sind also im Moment sind Danke und ich am Spielen in der Divi. Mehr sind noch nicht dran. So, John, willst du nicht mitmachen? Doch, aber ich muss warten. Hä? So. Ja, wir hatten schon gestartet, bevor ihr da wart. Ja, wir hatten gewartet und keiner kam. Also komm, ein Match geht immer. Wir haben 30 Jahre lang gewartet und dann kam nichts. Wieder wie ein Kätzchen, Kapitän. Ich hatte gerade gelesen, dachte mir so, können wir mal wechseln. Ich war so vertieft im Städtebauplan, deswegen. Oh, spiel. Ich habe noch City Skylines gespielt. Da wurde Influencer, als ich das gestern 10 Minuten gezeigt habe. Ja, ich dachte mir so, das könnte man auch mal wieder spielen. Das liegt auch in der Bibliothek rum. Oh, die Siegfried ja, zeigt Breitseite. Ja, noch nicht ganz, aber versuch's mal. Jetzt kann man ein paar Stunden. Warum sieht das so lecker aus, Junge? Ich versteh's nicht. Was? Das sieht so lecker aus. Was? Das ist so. Das ist ein so billiges Gericht und das sieht trotzdem 30 mal lecker aus als jedes 5-Sterne-Gericht. Schottenschlamm mit Kompott. Das ist ganz einfach. Du brauchst Milch, du brauchst Haferflocken und du brauchst saure Kirschen. Fertig. Das ist das Gericht. Okay. Junge, und das Ding sieht einfach 30 mal leckerer aus als das, was dir 5-Sterne-Restaurants geben. Meinst du, so ein Gourmet-Gericht, wo du teilweise 30 oder 50 Euro zahlst? Ja. Kommst du da mit 3 Euro einfach so hin? Noch Haferbrei mit Kirschen. Wir liegen ja, warme Milch aber. Ne? Also wird ja aufgekocht. Damit die Haferdingens und so noch ein bisschen an Festigkeit und so gewinnt. Weil soll ja eine Mahlzeit sein. Gewinnt? Du meinst verlieren? Ich meine, wenn du die. Ja, natürlich. Wird verliert, ja. Und das ist gesund. Das kann sein, weiß ich nicht. Kenne ich mich nicht mehr aus. Wenn Dungeon verliert durchs Rumstehen zum Glück nicht so unendlich viel wert, wie so manche andere Marke, weil war halt nie viel wert. Boah, ne? Siegfried ist gleich weg. Colorado möchte langsam rum. Oh, Öland. Ich glaube, die Öland hat hier reingetorbt. Doch, Harlem! Du Harlem Shake! Natürlich hat die Öland hier reingetorbt. Ja, Maggi, ich bezweifle, dass die Hydro jetzt noch viel bringt, aber. Du, wer weiß, vielleicht hat er ja noch mal geschmissen. Warum das Gefühl, die Colorado will in C rein? Das war mein Gott, Alter, ich. Hat morgen ihren Laden auf, Junge. Ich kaufe sauer Kirschen und Haferflocken. Ich hab Bock auf diesen Schottenschlamm jetzt, ne?
Ich glaube nicht. Höchstens früh morgens eine Bäckerei oder so, aber mehr hat nichts offen. Nee. Komm schon, nach. In 2 Wochen ist halt in Hannover erst verkaufsoffener Sonntag oder in einer Woche. Wir haben verkaufsoffener ist morgen bei uns. Also in. Ist morgen schon? In Wunstorf. Alter, ich werde so krass Haferflocken kaufen. Das ist so. Magi, deine Webcam ist nicht an. Ja, das ist richtig, weil es auch mal wieder zu dunkel ist, weil ich die Fenster offen habe. Wobei ich sie eigentlich mal richtig öffnen könnte. Also nicht nur kipp, sondern richtig. Das Problem ist, ich kann sie nicht richtig öffnen, weil sonst würde die Sonne mir so in die Fresse scheinen. Ja, die Sonne ist bei mir woanders. Gibt es wirklich. Der Sieg ist greifbar. Ja, ich habe mein... Frage, welche Sonne? Fenster. Woche Haferbrei immer. Auf. Richtung Sonnenuntergangsseite, keine Ahnung, weiß jetzt nicht, ob Osten, Westen, Norden, Süden, Quattro. Osten. Ja, wo geht denn die Sonne unter? Ne? Also Richtung Westen. Versucht der Gero wirklich, die Heinrich noch wegzutorpen? Ach, die. Natürlich snackt er sich wieder den Kill. Killsteal is real. Es ist halt Nilsson-Bart, weißt genau. Noch nicht richtig am Kampf teilgenommen, aber schon wieder 2, 3 Kills hat er, weißt du? Oh. Das Spiel ist schon vorbei. Gefecht ist schon vorbei. Ist doch wichtig. Das erinnert mich ja schon wieder an den einen Witz. Der Witz ist gut. Welchen? Was ist der Unterschied zwischen Deutschland und die Sonne? Die Sonne geht im Westen auf. Die Sonne geht im Westen auf, Deutschland ging im Osten unter. Ich hab gehofft, den höre ich nie wieder. Okay, mein Game hat schon anscheinend aufgehoben. Mhm. Wollen wir nicht 2 Zweier-Divis machen? War zu viel für das Spiel. Ja, 53.000 Schaden und 3 Kills. Ne, das macht das Game nicht mit. Ja, nee, die Sonne geht im Osten auf und blablabla ging im Osten runter. Ich habe nur blablabla durch Deutschland ersetzt. Ich habe keine Ahnung. Ich habe gerade für was anderes kopiert. 82.000 Schaden gemacht und trotzdem unter Sanka. Jetzt muss ich Kusch erobern. Weißt du, ein WB, hier die Divi, die am Anfang erstmal einen Rückzug gemacht hat, aber trotzdem die meisten Base XP gekriegt hier. Natalien hat einen guten Job gemacht. Kagero hat gecapped und Baltimore anscheinend genug Schaden auch nebenbei gemacht. Hm. Also Chaos ist noch nicht online, deswegen ich lade jetzt John ein. Nö, ich hatte jetzt auch gedacht, dass ihr mit John spielt und habe ich überhaupt nicht angemacht. Ach so. Also wir können auch zwei Magie, warte, John, wo ist Chaos? Ich will nicht mit John spielen. Ach, nee, das hat damit auch. Komm schon. Nein, ich würd sonst zweimal Zweier-Divis machen. Hab ich doch eben schon gesagt. Wenn wir 2 Zweier-Divis machen und gleichzeitig reinklicken, können wir gegebenenfalls im selben Match spielen. Das warum auch nicht? Ich meine, unter Sanka sein ist jetzt nicht unschön. Aha, Buddy, hast du da schon Erfahrung? Jo, na dann. The Buddy. Ich würde wegen gerne wissen, wie das Gefecht ausging, aber ja, wenn das Game sich aufhängt, machst du nichts dran. Wir haben immerhin gewonnen. Ja, ich wollte gerade sagen, wir haben gewonnen und was willst du denn noch wissen? Also ich meine,
Nee, ich meine nur, wäre schön. Ich würde schon gern wissen, wie es auch gegangen ist. Ja, Teamwertung, wir sind beide exakt Mittelfeld. Ja. Die WB. Du hast getankt, ich hab gekillt, von daher. Ja, toll. John geht Egierigen? Oder was nimmst du Schönes? Welche Stufe haben wir denn gerade? Achso, 9, ach, scheiße. Ja, beste Stufe. Ja, Maggi will ein Rematch mit seiner Pommern. Ich will immer ein Rematch mit meiner Pommern. Ich will eigentlich nur Pommern fahren. Du Scheiße, ich weiß nicht. Und irgendwann hast du genug Free XP, um so lange irgendwelche Lines durchzuspielen, das ist... Ich sag ja, ich habe mir jetzt die Zieten übersprungen für 100.000 Free XP. Ich hab's noch nicht mal gekauft, ich muss es mal kaufen. Pommern? Nicht, dass ich jetzt zu wenig Credits oder so drauf hätte. Meinst du jetzt die Maggi, Pommern, oder? Wen willst du kaufen? Nee, ich muss mir mal die Zieten kaufen. Ich hab's ja freigespielt. Ach so. Und seit gefühlt einem Monat. Nur nicht gekauft. Ja, lohnt sich auch nicht. Alle, ich hab Leute gesehen, die haben in der Runden gehabt, die haben Spaß drin gehabt. Und dann höre ich wieder Leute wie ich jetzt mal, die sagen, nee. Das ist Ding, so schlimm? Das Ding ist, wie Ordi schon gesagt hast, du kannst halt nicht anwinkeln, weil du dafür zu wenig Panzerung hast. Die overmatchen dich schlicht und ergreifend. Und. Nee, du bist ja auch ein Schlachtkreuzer, kein Schlachtschiff. Das macht nichts. Wenn du in den Nahkampf kommen willst, dann musst du halt trotzdem erstmal spitz reinfahren, weil breitseitig reinfahren kann man nicht. Also wir pushen C, ja, wir haben genug Schlachtkraft. Du bist ja ein Schlachtkreuzer, kein Schlachtschiff. Du darfst keine so starke Panzerung haben. Erstmal. Ganz kurz, wir pushen jetzt bei C rein, ja? Also ihr pusht bei C rein, habe ich kein Problem damit. Du kommst schön mit. Ich bin in schon Bad, ich warte hinten, guck, ob ihr stirbt und wenn nicht, dann push ich vorwärts. Dank Speedboost. Finde ich nicht nett. Das Ding ist, die Zieten hat halt nach vorne auch nur einen Turm. Das heißt, überwiegend fährt man sowieso seitwärts. Und dann nimmst du halt aber auch Schaden. So Abpraller ist irgendwie relativ selten im Vergleich zu normalen Schlachtschiffen. Und dementsprechend bist du halt super schnell kaputt, ehe du irgendwie in Sekundärreichweite bist. Und wo gemerkt, einen Vorteil haben die Schlachtkreuzer. Die haben vielleicht 200 bis 500 Meter Unterschied zwischen Aufdeckungsreichweite und Sekundärreichweite. Aber das reicht halt auch schon für einen DD, um dich aufzumachen und dann schießen alle auf dich und dann bist du halt tot. Achso, jetzt geht ja los. Oh, Entschuldigung. Oh, okay, wir poschen doch nicht. 100% der Feuerkraft fehlen. Warum was fehlt? Was haben wir schon passt gerade? Ja, John ist noch nicht da. Du musst jetzt mal hier rankommen. Okay, als Ausgleich haben wir. Du bist ja da, dann also reicht ich das bleib hinter der Insel, ne? Ich bin nur 5 Kilometer entfernt von dir, also komm schon, Maggi. Maggi, ja, ja. Komm, Halbspeed und dann warten wir kurz vor. Denkst du, wenn jetzt. Junge, wir suchen den Wahnsinnigen. Hast du diesen Mann gesehen? Der Wahnsinnige! Nehmt ihn bloß fest, nehmt ihn fest! Ganz ruhig, Junge. Das hier ist doch nur eine Zeichnung. Diesmal auch mit erfolgreicher Einblendung. Ich hätte jetzt halt gelacht, wenn es wieder nicht passiert wäre. Ja. Ich muss auch immer noch das Follower-Age testen. So, John, bist du bald mal da? Maggi, fahr, los, mit. Vollkraft. Oh, das ist so eine Schamlos-Million, die können nix. Ja, erstmal die Scane ummieten. Schön mit Sekundär. Und 20.000 auf die Algerie. Immer die OP-Deutschen gegen die armen Franzosen. Ich glaub, zieht er gemacht bei der Schamlos? Lol. Das denn? Die Gneisenauer ist ja eigentlich auch Schlachtkreuzer. OP-Deutsche, ich sag's ja.
das für ein Hack gewesen? Ja, Scharnhorst fahren. Es gab mal Zeiten, da war das Nimbus Ultra. Der Spaß gerannt vor dem Herrn. Ja. Das ist jetzt pure Qual. Ach, das war irgendwie schon immer Gefühl pure Qual. Ja, aber zu Zeiten, als T7 noch die ultimative, ultimative Stufe war. Wann war das? Gab man das Zeit, da konnte man nicht richtig hin mit von T7 nicht aufgelevelt, nicht aufgematcht werden. Hier ist gerade einmal immer kurz rüber, ne? Denk daran, Scharnhorst hat 6 Kilometer Torps. Genau wie wir auch. Die Algerie will auch sterben, ne? Bisschen wenig zu wenig vorgehalten. Bisschen zu wenig wenig vorgehalten. So, den Lyon kommt rum. Ah, die Sims ist auch noch hier. John, greif die Lyon an. Komm, Secondary, go! Nutz mal deren Scharnhorst als Torpedodeckung. Meine Hydro läuft noch 40 Sekunden, also die Sims sollte nicht so schnell verschwinden. Aber die muss dann halt auch weg. Ich hab nochmal auf die Algerie geschossen, im Idealfall ist die dann weg. Nein. Sie ist tot? Die Algerie? Nee. Die Sims auch nicht. Im Moment ist noch nichts tot. Du kannst mal gleich Hydro anwenden. Aber gleich erst. Ist schon. Achso. Algerie tot. Problem ist, ich bin gerade auf der falschen Seite der Insel, ich kann dir nicht so gut helfen. Ihr kommt mit den beiden des Zerstörern klar, oder? Ich denke schon. Schnurrt wieder wie ein Kätzchen, Kapitän. Ja, da ist jetzt nicht. Zerstörer sind zu zerstören da. Aua. Oh mein Gott, Musashi schießt auf mich. Aus 24 Kilometern, Mensch, Junge. Das ist Witz! Ich bin gleich da, ich bin gleich da. Brauch's nicht, die Sims. Immer sind wir treffen das. Halt, Mikey! Was ist das? Ah, Maggi! Alles gut, ich hab die, wir haben die, alles gut. Wie viel Schaden hast du gemacht? 43.000. 92.000. 180 Milliarden! Okay. Wunschdenken. Nein, nein, nein. 180 Milliarden Einheiten hat der Feind gerade in dem Krieg verloren. Ja, so. Was spielst du denn diesmal? Wieder. Lass mich kurz überlegen. Imperator Rom. Hab ich gerade gesagt. Hat er doch gerade gesagt? Ich hab gesagt, lass mich überlegen und hab da nicht mehr zugehört. Komm, John, oh, Mist. Du jetzt, mach mal. Danke, du hast deine Mahan bei dir.
Ich weiß, nee, ich schwarz. Sorry. Ey, was? Was ist denn? Tut mir echt leid. Nee, tut's dir nicht. Nein, nicht wirklich. Ey. Ehrlichkeit ist der Mann, ja? Ja! Erfindung, Integration. Ah, ja, das wäre es jetzt gewesen. Wenn ich die Schorsch noch mit 190 Lebenspunkten rausschmeiße. HP. Oh mein Gott. Oh, da krieg ich die Sims den Kill. Ehrlichkeit Bella, ist ein Mann. Was? Bella, wir wollen den Feind noch töten. Ich hab's auch nur von Magie gehört. Na dann. Ja, danke. Du bist so weit weg. Na, was soll ich machen? Stern! Rückwärts fahren! ESW geht halt nicht so weit. Rückwärts fahren, Musashi, charge mich. Du bist ein Franzose. Musashi, charge mich. Ja, nee, dann haben wir nur noch auf die Fresse. Also, ganz ehrlich, wer Franzose spielt, ganz ehrlich, der hat doch gar kein Anrecht zu leben. Ich hab die jetzt Musashi angefackelt. Ja, das bringt mir sehr viel bei den Torpedos, die gerade kommen. Gegen die kann ich dir leider nicht helfen. Mein Luftschlag reicht nicht. Doch, mittlerweile reicht er ein bisschen weit. Ich weiß nur nicht, wo der ist. Ich glaube, St. Kalorum hat auf die... F4. Ja, aber auch nur, weil unter die Idee da wegrennt. Sims minus 1. Wie schlecht. Da kommt ein Ping. Aber schon die ganze Zeit defensiv. Ich bin weitaus aggressiver gespielt haben. Okay, da kommt ein Ping immer noch. Ja, ich weiß. Da ist ich mach gleich Hydro. Geil, von den gesamten 12 geschossen hat 1 getroffen. Sag mal, ich glaube, die sitzt auf dem Wasser, sonst wird sie Pien nicht cappen. Dieter Kase ist es nicht, dann gibt's nur noch den Sub, der wird an der Oberfläche sitzen. Wo bist du, Sub? Secondary, los! Das ist U-Boot. Krieg Heilung. Ein paar Zieltreffer auf das U-Boot gemacht, aber das reicht natürlich nicht. Nee, U-Boot leider ist mein resistiert. Leider ist mein Torpedowerfer auf der linken Seite ausgefallen. Na, 4 Abpraller. Auf der Friedrich. Hey, wo bist du denn hin? Und ich wundere mich, warum ich gefokust werde. Du hast die Ablenkung, Magie. Ja, sehr gut. Nächste koordinierter Angriff. Hi, Musashi. Ja, die könnte ein Problem werden. Die könnte echt ein Problem werden. Wenn unsere York wenigstens was gegen die Kita machen würde. Ja, was soll sie machen? Weiß ich auch nicht, hinschießen. Blindshot, also hier auf die... Ja, weiß da. Ja, sie schmeißt Torps. Die York macht schon das Richtige. Schießt Torps, ist engaged in der Hoffnung, dass die Kita chargt. Die York kann keine Kita rushen. Nicht auf der Richtung. Und Blindshot wird sie nur aufgehen.
Dann ja, war sie ja schon. Das Feuer erwidern. ...190 ist offen. Einfach weiterfahren, John. Einfach weiter, dann prallen die Torps gegen die Insel. Ja, ja, ich weiß. Ich hab nur das Problem, dass jetzt die Musashi dreht und ihre Hauptgeschütztürme auf mich zielen, was so passieren wird. Hi, Musashi, wie geht's? Ganz ich will ruhig, nichts sagen, du bist John, aber das könnte wie tun. Du bist angewinkelt, ja, alles gut, das ist der Pommern. Die ist nicht schlecht, aber mir will ja nie jemand glauben. Leider hast du voll auch ihr gegen ihre angewinkelte, naja. Mehr gegen Hintern schießen. Ja, danke, Schöner, danke. Oh, und unsere Kita Gott, nimmt noch. Ah, Kita und York haben sich gegenseitig okay, rausgenommen. Jetzt soll ich nur noch U-Boot. Und die Musashi. Was das nicht unbedingt einfacher macht. Gesundheit! Danke. Zipping. Die ist, die ist aus, mitten im Cap. Musashi direkt rumkommt? Die ist neben der Insel im Cap. Bisschen weiter nach vorne gefahren. Was ist denn? Da ist er. Ich weiß nicht, ob die unter Wasser ist oder ober. Kannst du trotzdem einfach Torps hinschmeißen. Aber E5. Ja. Hier ist W auf 5, würde ich sagen. Hm. Soll ich machen? U-Boot jagt mich. Und ja, Musashi alles gut. Sich. Das ist alles ein wenig das kritisch hier. Endet in 5 Minuten. Ja. Das Spiel ist verloren. Hm. Du müsstest das U-Boot und die Musashi killen oder B und A kippen. Das sind die zwei Optionen. Du Musashi, also wenn du mit dem Kill der Musashi... Oh, okay, das war's. Ja, die hat halt Aufklärungsvorteil. Ich gehe von aus, du warst gespottet durch die U. Hm. Ja, ich hab dann vergessen, dass ich diese beschissenen Flugzeuge auch immer noch hatte. Alter Verwalter. 30.000 Schaden. Wir haben 5 Errungenschaften gekriegt, also Divi-Errungenschaften. Ah ne, das eine ist Unterstützer. 4 okay. Wir haben. Du hast Unterstützer ja. Bekommen. Ah, ja. Willst du gegen den Musashi machen, ey? Das Schiff ist halt OP für die Stufe, ganz einfach. Das darf nicht auf T9 sein. 460 mm sind zu groß für T9. 135.000 Schaden. Ich bin zufrieden. Wir haben was gut gemacht. Oh was, ich bin mal über der Jamart, ist ja unglaublich. Blasphemie sowas, über der Jamart zu sein. Und die York bekommt auch ein Spiel gut. Ist auch, war auch aus einem guten Clan, von daher. VPM kenne ich nicht. Vispermare. Das glaubst du ja, kenne ich trotzdem nicht. Ich bin so stolz. Ich kenne Kotzclan. Wieder ein Container, wo ich gar keine Container mehr kriegen kann heute. Weißt du, das sind mehr Container. So suchen sie aus, meine Herren. 4-9. Die Wurst ist gerade gesunken. Nein! Doch! Ich weg. Hab doch keine Schiffe für den Neuen. Sagte er, nachdem wir aus dem Match raus sind, wo wir den Neuen gespielt haben. Was sagen, das war doch. John, bist du sicher? Du hast gerade richtig gut mit einem richtig guten Schiff gespielt. Ja, und jetzt fangen sie wieder alle an zu lachen, ne? Weil sie nicht glauben wollen, dass die Pommern ein gutes Schiff ist. Aber nein. Weißt du, sie haben gerade den Beweis gesehen gehabt und wollen es trotzdem nicht wahrhaben. Aber gut, wer Franzosen spielt, was will man auch erwarten, ne? Die verleugnen halt die Realität. Ah ja. Der Franzose schuld, genau. Er spielt doch beide Franzosenschiffe. Ja, auf gutem Grund. Ja, weil die völlig OP sind. Nee, weil sie Ergebnisse bringen. OP sind die Schiffe auch nicht. Wie man ja gerade gesehen hat an meinem Schiff. Wieso? Ach komm.
Gegen den Musashi ist nochmal eine andere Nummer. Das wird spannend, das Gefecht. Will die Satsuma haben? Ich würde mir eher die Hannover leisten, wenn sie sich auch lohnen würde, aber ich habe das Gefühl, die Hannover lohnt sich überhaupt nicht. Okay, wir haben eine Delete CV im Gegnerteam mit Smolensk, Sherman und Gearing. Git. Ach, der CV, oh nein, das ist ja wieder Clan, hier, die Guten. Na, Clan bekommt irgendwo Kampf vor, frag mich nicht woher. Ja. Wir haben eine Ibuki, die pink ist. Das ist schon mal scheiße. In beiden Richtungen. Mhm. Das sieht aus, als wenn die bessere Aufstellung hätten. Ja, definitiv. Würde ich zustimmen. Deswegen ist es, wird spannend. Das kommt drauf an. Ich sag mal, die haben halt reine Smoke-DDs. Reine was? Smoke-DDs. Kita, Sherman und Gearing nutzen alle ihren Smoke, um effektiv zu sein. Das heißt, die haben kein Spotting, oder wie? Die normalerweise können sie nicht von alleine spotten. Wenn sie effektiv sind, haben sie jemand anderes zu spotten. Das heißt, sie werden erst sich abwarten, sie werden erst versuchen, dass Kreuzer oder Schlachtschiffe sich spotten lassen, indem sie durch Feuer aufgehen oder selbst, dann werden sie smoken und werden dann farmen. Ich meine, Gearing hat auch gute Torps, aber trotzdem. Gott sei Dank ist die Satsuma woanders. Oh. Ja, ist sie. Da ist eine. Fried. HE auf dem Freddy? Ich hatte halt HE vorgeladen. Ich sag mal, halt mit dem da. Brand gibt, den er nicht direkt repariert, ist es gut. Doppelbrand. Und die ersten 20.000. Ups. War's nicht. Alter, guck dir den Friedrich an. Mhm. Uff. Ja, er steht Breitseite und er will einfach Breitseite zeigen. Und ich prall ab mit meinen Granaten. Alter, was ist los? Was? Das Blöde ist, HE ist halt irgendwie wirklich so ein bisschen high-effective, auch bei mir. Ich muss halt öfter mal im HE schießen. Ich wurde entdeckt. Oh mein Gott, hier ist ein DD auf meiner Seite schon. Hier links von mir ist auch ein DD bei B. Ja, ihr habt Zieter gemacht. Ups, Entschuldigung. Kita vor dir. Tipp ich jetzt mal. Ah, komm, 6 Torpedos. Borelle, ja, das 4 Kita sein. Die Georgia hat einen schönen Haar. Aber andersrum wäre auch nicht schlecht. 4 Kantforelle. Ab nächsten 6er. Quietsch, quietsch, quietsch. Ida! Kusch dich! Jetzt jenseits. Auch Bootschubser. Wir haben heute einen Namen? Boah, Alter, die fressen so viel Torpedos. Ich hab mal auf die Kita geschossen, mal gucken, was so ankommt. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus, wenn ich ehrlich bin. Ja, nice. Ja, also jetzt ist es nicht, wir haben unsere Schlacht verloren. Ich will jetzt nicht sagen, das passiert mir auch häufiger mal, aber das passiert mir auch häufiger mal. Es ist die Kunst, dass es das nicht mehr passiert. Das Schiff ist nur. Das ist nicht lang. Also, das nicht. Das Schiff ist so semi-gut. Ja, komm, du hattest auch einfach keine Rückendeckung. Hallo, ich hab geschossen. Ja, hinter der Insel. Ja, was war der Sion eigentlich da? Ist die News nicht oder was? Ja, die ist nach hinten gefahren, nachdem die Dings kamen, die Torps. Oh nein, da hinten ist eine Jombard. Und sie drückt mir 6.500. Ein
Gott, John Bart ist doch nicht OP, Musashi ist OP, also chill. Ja, genau. John Bart kann nix. Ach, ihr könnt mich liegt mal... alles nur an den Kunst des Spielers. Was? Wo in W-Pommern der neue Pinky Don't Know Jack erst? Was? Was genau hat die Sherman da gerade gesagt? Die ist nicht happy mit deiner Leistung und dem nervenden Ibuki. Spotted beim Spotterplane. Oh, for fuck's sake. Oh. Du hast sie getroffen und eine Kita-Delle gemacht. Ich will wissen, wo die Kita ist. Ich bin hier nicht sicher. Ich kann von dir nicht arbeiten. Das ist nicht arbeiten? Ja, nee, ich bin hart spottet. Achso. Ich kann nicht vor, ich kann nicht zurück. Ich bin literally am Arsch. Okay. Nicht spottet? Dank dessen, dass Yugumo und Sherman B haben wollen, Z52 fährt auf der verfuckten G-Linie. Und da sind die Torps, wie schon erwartet. Geil, mal auch wenn es eigentlich gerade noch gar nichts bringt, aber... Naja. Was macht die Hannover da? So. Bin dann erstmal wieder weg, ne? Jo, bis dann, guten. Tschüssen. Tschüss. Wunder gibt es wirklich, der Sieg ist greifbar nahe. Und das Panzerband, den Turm brauchen wir noch. Das ist ein elends langweiliges Match. Wir haben komplette Map-Control und das Spiel ist immer noch komplett langweilig. Alter. Nein! Magie! Ja, ich hab 2,6 Millionen getankt. Irgendwann ist halt auch gut. Das Blöde ist eher, dass ich einfach keinen Schaden machen konnte, weil es war halt nichts da zum Beschießen. Also nichts effektiv. Nicht gespottet war das als größtes Problem. Hm? Weil das nichts gespottet, das war das größte Problem, ne? Hm. Sieht Georgia noch lebt, ist auch scheiße. Arvid wie crapped. Dank dessen, dass Sherman nicht da ist. Die Z ist ganz woanders da. Die Yugumo ist komplett nutzlos. Bitte, Yugumo, sag, dass du schlau bist und dass du wenigstens... Jeez, I don't fucking know. I don't fucking know anymore.
Das furchtbare, furchtbare Schiff. Wie gesagt, das ist das Problem, wo ich vorhin gesagt habe, die Kita kann nicht hingehen und sich einsmoken, weil ich dann da gehen würde. Und Friedrich Kepzi. Oh mein Gott. Herr, hilf. Mit was ist mir egal, aber hilf. Was macht die hier? Ja, das habe ich vorhin schon vor 5 Minuten auch gefragt. Ja, ich mich auch, aber ich habe gedacht, die merkt irgendwas. Keine Ahnung. Anscheinend scheint Dummheit doch weh zu tun. Nach hinten gefahren, um Aspirin zu nehmen. Ey, ich glaube es nicht. Jetzt werde ich crossfired von Lesser Zuma. Ja, super. Zuma? Und ja, auf der anderen Seite. Aber die ist 37 Kilometer weit weg. Von, also ich habe gerade Schaden von deiner Seite genommen und was anderes kann es nicht gewesen sein. Der Zuma macht doch überhaupt keinen Sinn. Die kann die 37 Kilometer kann die auch nicht schießen. Ja, man kann mit Spotting Plane über 30 kommen. Ja, über 30, ja, aber. Ich meine, die hat 31, okay, 20% dazu oder was das sind. Dann landest du bei 35. Vielleicht 36. Buddy! Sekundär von der Jambar, das ist auch eine Beleidigung für sich. Oh, und der Hannover. Ja, habe ich auch gerade. Melden spielt schlecht. Sherman melden, spielt schlecht. Yugumo melden, spielt schlecht. Z52 melden, spielt schlecht. Ach, guck mal, trotzdem noch gestorben. Ich buch hier auch gleich mit. Wer noch direkt, wer will noch gemeldet Ibuki. Werden? Ibuki melden, spielt schlecht. Ich hab nicht genug melden dabei. Yugumo, ein Mensch, da kann ich keine Leute mehr melden, ey. Die Jambart. So, der Rest ist so schon verkackt. So. Ich bin draußen, den Mist muss ich mich weiter anschauen, ich bin gesunken. Ding ist, ich würde gerne wissen, wer jetzt das Gefecht gewinnen will. Ja, Gegner. Ist doch scheißegal. Ich möchte es einfach nur gerne wissen. Ja, dann wart doch einfach, bis die Meldung kommt. Dann weißt du, ob du verloren oder verloren hast. Ja, jetzt kann ich nicht Pommern spielen, also müssen wir sowieso warten. Wer sagt denn was vom Pommern hier, hä? Ja, okay, Prinz Ruprecht. Sag hallo, ich bin dabei. Das können wir machen, wenn die Mantu dabei ist. Nee, von mir ist hier 9, dann... Ja, mit der Ruprecht kann ich noch nicht umgehen. Ich weiß noch nicht so recht, wie ich mit der Hand haben soll. Genauso wie du mit der Zieten gehandhabst und mit dem Prinz Heinrich. Also überspringen. Ja, sorry. Das ist halt. Die Schliefen wird da nicht besser. Die Schliefen hatten nicht mal 80.000 Leben auf die 10. Ich hab halt. Also, ich meine, die hat vorne nicht mal 32mm Panzerung. Die wird ja von allem overmatched. Die wird selbst von 380ern overmatched. Ja, alles hat er, alles von denen. Die haben alle keine gute Panzerung. Maggi, Schlachtkreuzer, nicht Schlachtschiff. Ja, aber die es sind hilft. Nicht da, um gute Panzerung zu haben. Die sind nicht da. Du pusht mit denen rein und erledigst mit denen. Im passenden Moment. Das sind keine Schlachtschiffe, wo du mal rein sagst, ich push rein und wenn es nicht passt, fahr wieder weg.
Wenn es dich passt, bist du tot. Da bist du tot. Da gibt es keinerlei Option. Du bist rein, du bist tot. Aber soll ich 30 Minuten lang hinten warten, bis irgendwann mal was passiert? Das geht auch nicht. Nicht 30 Minuten, aber du kannst doch zu einer Insel gehen, kannst warten, bis sie pushen, fährst dann weg, schießt, kites und lässt deine Secondary arbeiten. Dann gehst du da, drehst um und machst das gleiche nochmal oder pusht dann direkt rein. Du hast ja Torpedos. Sogar jetzt noch mehr als bei der Zeiten. Nutze die Möglichkeiten, die du hast. Nutze die Möglichkeiten, die das Schiff dir gibt. Das Ding ist, was mich stört, ist ja nicht mal, ja, sie hat schlechte Panzerung, okay, aber selbst wenn man verdeckt spielt, irgendwann muss man halt auch mal angreifen, so. Ja, das habe ich ja auch gesagt. Ich habe auch nicht gesagt, dass du die 30 Minuten hinten dran sitzt. Nein, sorry, das war jetzt nicht darauf bezogen, was du gesagt hattest, sondern generell auf dieses Schiff bezogen. Oder auf diese Klasse bezogen. Irgendwann musst du halt mal angreifen und dann bist du halt in ein paar Sekunden weg. Du bist nicht in ein paar Sekunden weg. Du musst dir halt gucken, gegen welche Gegner spielst du, gegen welche Gegner könntest du fahren. Und dann musst du halt abwägen, lohnt es sich das nicht? Das sind rein taktische nur noch gegen Kreuzer Schiffe. Spielen. Weil alle Schlachtschiffe über 380, alle Schlachtschiffe über 380 mm overmatchen. Dein Main Guns, ja. Und mit deiner Secondary hast du EFAE drauf oder fährst du normal? Normal. Ich gehe von aus, du fährst normal, ja. Weil die haben, glaube ich, nicht den passenden Pendel überhaupt mit IFAE 10er und super durchgehen zu können. Von dem Punkt her, ja. John, komm, Egir, bist dabei. Ich habe ein besseres Schiff. Oh nein. Oh mein Gott. Jetzt holt er die Jean-Bart raus. Nee. Noch besser. Musashi. Noch besser. Ja, was geht denn noch besser als Musashi? Es ist die Subo! Woo! Oh mein Gott, Qual. Ah. Hä? Klickstart, Monkey, Klickstart. Ich sehe nur nicht, was daran jetzt besonders sein soll. Hast du die Linie gespielt? Nicht bis zu Izumo. Achso. Spiel sie bis zu Izumo, dann weißt du, was ich meine. Die Izumo ist die japanische Friedrich. Bloß mit besserer Panzerung. Hä? Guck dir mal die Guns an, wie die bei Johns Schiff geplaced sind. Wo die so liegen. Und wo die so hinzeigen. Ach, schon wieder die Scheiße mit. Ist wirklich scheiße. Ja. Die United States als Gegner. Ich sehe es nicht. Das ist so. Ach, so eine Nelson-Schiff, weiß. Ja, nee, ist eine scheiß Nelson. Ich hab die Izumo echt nicht gern geschrieben, muss ich ehrlich sagen. Das war. Nee. Fand die mal lustig. Nee, vielleicht hat er auch noch voll Idioten als Teammitglieder, aber ich glaube, ich kann mich an drei Spiele erinnern, die waren gut. Der Rest war scheiße und dafür, dass es ein Neuner ist, den du auf 10 grinden musst. Nee. Also ich meine, mit der Pommern würde ich jetzt zum Beispiel wieder hinter die Insel da in der Mitte gehen. So wie ich gerade eben schon stand. Ist ja dieselbe Map und so weiter. Würde ich genau dasselbe machen. Aber mit der Ruprecht kannst du das überhaupt nicht, weil selbst wenn ich da warte, ich wurde ja trotzdem beschossen. Damit war es das ja. Und schon die Sumo ist ein tolles Schiff. Also. Zwicker. Immerhin ist die Hupe nett bei dem.
Ja, nee, ich soll hinten bleiben. Danke, Sanko, danke, danke. Der hat Streuung im Vergleich, ne? Aber 5000. Jetzt ist es so, gerade wo meine Gans hingekommen sind. Oh, bleib doch mal offen, Mensch. Eine neue Strategie, unsere neue Strategie, mir fährt ein Gun-Kampf gegen. Und jetzt kann ich die Georgia nicht mehr schießen. Jawoll. Breitseiten Sandra, dass man da ein bisschen Schaden macht, ist klar. Wirklich Breitseite, was ist denn mit der kaputt? Jawohl, da ist der erste Tita, jawohl. Eieieiei. Hopp, hopp, hopp. Das hat 3 Millionen Jahre, bis er zu dem bleibt. Musashi macht Aua. Magi, ich nehme mich mal als Schutzschild, ne? Ja, ja, ist gut. Du willst mich als Schutzschild nehmen? Hast du uns eben eigentlich zugehört? Ja. Junge, 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 Junge. Oh, verdammt. Ja, die schießt ja wirklich auf dich. Also auf mich. Ja. Danke. Bitte. Bitte, bitte gerne. Double Fire auf Thunder. Von Musashi, drehen wir mal ein bisschen runter. Jawohl, jawohl. Aua. Warum stehen die alle Breitseite, die Gegner? Was machen die da? Gute Frage, nächste Frage. Nein, da kommt jetzt die Georgia als nächstes breitseitig rein. Ich glaube, die haben großes Interesse, mich zu zerstören. Auch keine Ahnung. Die alle gegen mich. Verstehe es nicht. Oder hat der Musashi aber gerade gefressen? Unser U-Boot zeigt, wie balanced es ist. Mhm. Aua. Ein Durchschlag. Oh ja. 6000. Auf die Musashi, jawoll. Alles ähnlich gemacht. Alter. Waren das Torpedos von der Eagle? Hm. Ich hab mir gerade fast 15.000-20.000 von der Georgia genommen. Fuck me. Zita, jawohl, das ist doch perfekt. Ich hab 2 Overpants gemacht. Willkommen bei der Isumo. 5.000 frontal. Wenn du so viel Spaß mit dem Schiss haben, kannst du sie auch mehr. Und nochmal 8.000, hinterher, jawohl, und Rainer. Komm, Pandora, du jetzt. Für eine Nachladezeit mit der Isumo. Wenn du nach dem Adel-Trick gehst, dann bist du über 26 Sekunden, glaube ich. Oh, der war krass. Schade. Mach ein Overpen auf die Musashi, immer wieder. Musst auch mal Schaden machen können. Na, Praller. Ey, das Ding kann ja nichts hier.
Die stehen breitseitig und es trifft nichts. Ha, ist aber einiges abgeprallt. Hey, hey. Ach, die Georgia da. Die ist ja wirklich maximal nichts. Georgia, was geht? Oh, ich teuer. Mhm, maximal useless. Echt? Zu Tode overmatched. Trotzdem, du hast sie gekillt. Habe ich den Benajambat nicht geschafft. Das war ein Killstil. Ja, ein Killstil. Mhm. Ja, was? Ich hab jetzt in 3 Salven jeweils eine Overpen gemacht. Egal, wo ich drauf schieße, irgendeine Granate kommt vorher an, Mensch. Das ist Schulz. Hi, Schulz. Wunder gibt es wirklich. Der Sieg ist greifbar nahe. Ey, Schulz, was soll das? Und unsere Schiematoren eigentlich. Oh Gott. Immer useless. Overpen. Noch 2 Overpens. Imagine having 12 guns and nothing hits. Torpedos ausgefallen. Maschine ist Drei meiner Torpedowerfer sind kaputt. Wozu ist dieses Schiff eigentlich zu gebrauchen? Und ist eine bewusst, Overpen. Dass das Schiff an sich eine Mini-Schliefen ist. Die ja, das hilft mir auch nicht viel. Ja, die Schliefen wird genauso. Du hast... Du bist minimal größer. Hast minimal mehr HP. Das ist alles. Also wenn das Schiff dir nicht zusagt, dann wird die Schliefen zweifle ich dann auch schon zusagen. Nach all dem, was ich gesehen und gehört habe. Ich sag ja, Pommern bleibt und ist und bleibt einfach mein Schiff. Oh, bitte. So, die. Wupp, wupp. Nicht hubrig. Wunder gibt es wirklich, der Sieg ist drei. Alter. Lass mir doch mal was übrig. Nein, das Problem ist, selbst wenn die was mit. 3 Overpens, ich mach 3000 Schaden. Mit einer Salve. Ich mach 23.000 Schaden. Ja. Und schon dann halt die 4-10er. Oh, okay. Welche Kaliber habe ich? Ja, und jetzt macht er den Kill. Mit 6 Sekundärtreffern, das hat's gebracht. Wahnsinn! Absolut! Ja, der die altdeutschen Sekundärtreffer, die hätten ewig gebraucht, wenn sie angekommen wären. Nee, und die erste Hälfte hätte schon mal nicht getroffen. Ja, gewonnen. GG. I love it. Wie man diesen Schiff Spaß haben kann und gleichzeitig erfolgreich sein kann, ich verstehe es nicht. Alter, 1400 Base. John. Goddammit. Und nein, falsche. Die Super TVs, die sind nicht OP, überhaupt nicht. Das. Nee, gar nicht. Gebalanced von vorne bis hinten, der Scheiß. Gebalanced von vorne bis hinten. Ach, das ist doch. Ich verarsch mich doch. Ich kann nochmal sehen, wie viele hier. 16 Overpens, 12 Durchschläge. Naja. Durchschläge war mit HE, oder? Hatte ich HE geschossen? Ne, hab ich gar nicht. Okay. Teleschiff. Ich zoome und sichere so ein Schiff, wo ich mir wirklich denke, warum soll ich die japanischen Schlachtschiffe nochmal regrinden? Mit dem Schiff habe ich nie Spaß gehabt.
Nee. Du hast den Spielspaß doch nicht gefunden, anscheinend. Ja, als am Ende bei Yamato ankam, dann war Spielspaß da, dann war Spaß da. Aber selbst wenn ich 100, 150k-Runden in Izumo hatte, so gut 150k-Runden nicht, aber 100k-Runden, das hat immer noch keinen Spaß gemacht. Friedrich hat mir im Durchschnitt mehr Spaß gemacht als Izumo, und das soll was heißen. Ach, Waldmeister, das sagen im Chat so viele, und doch. Es macht ja schon Spaß. Mit den richtigen Schiffen. Ja, macht hin und wieder Spaß. Aber hin und wieder ist das Krampf und Schrei und solche Sachen. Gehört dazu. Ist halt nur noch Vorschiffs. Wie gesagt, die erste Runde waren 100. Was hatte ich vorhin gemacht? Weiß ich schon gar nicht mehr. 135.000? Happy Izumo. Happy Yoshino, jawohl. Eieieiei, das wird ja mal eine wilde Runde. Konde und Hannover. Okay, Ja, also Konde ist auch OP als Kreuzer. Super. Der ist halt ein Franzose. Dieser Zuma vom Clan-Namen sagt mir was. Ich habe es deinstalliert. Ciao. Pech gehabt. Das Spiel hat keinen Spaß mehr gefunden. Willkommen auf meiner Party, Kapitän. Waldmeister, du hast richtig gemacht. Du hast den Absprung gefunden. In ein tristes Dasein. Ohne World of Warships, wo man glücklicher ist. Wenn diese IP-Zentrum-Scheiße mal endlich mal dauerhaft weglassen, geht das? Ja, wird ja, doch. Ab nächsten Patch. Oh Gott sei Dank. Dein Wunsch wurde erhört. Es wird nie wieder Epizentrum geben. Es ist so... weiß nicht. Irgendwie ist meine Map gerade verstellt. Ah. Da soll ich lieber diese Runden machen mit den Power-Ups. Das finde ich viel lustiger. Ja, die kommen doch auch rein. Ja, das ist gut. Das ist sehr statt gut. Epizentrum. Bin mir nicht so sicher, ob ich das gut finden soll. Doch, das ist geil. Das ist lustig. Ich habe aus dem BTS gespielt und hat Spaß gemacht. Bei Zitas gedrückt bekommen und deinstalliert. Ja gut, solche Runden gibt's halt. Das ist jetzt kein... Ist halt... Wenn dem so wäre bei mir, Waldmeister, dann hätte ich das Spiel schon vor Jahren deinstalliert. Dann wäre ich noch nicht mal bis Tier 5 gekommen. So, einmal eine Runde Wyoming, Breitseite gezeigt, bum 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 bum. Ich wurde entdeckt. Ja. Oh, was ist da? Ein Alaska. War gegen eine Insel geschossen. Uff, dieser Zuma. Ah, Fuchs, ey. Warum? Jetzt fängt er auch schon mit seinem Fuchs an. Hey, von Fuchs weg ist mein Ausspruch. Mensch. Oh, plöng, plöng, plöng. Guck mal, eine Iowa macht einfach plöng, plöng, plöng. Bei der Prinz Ruprecht wäre das ein Overmatch gewesen. Ach schön, so macht's doch Spaß. Einfach mal die guten Schiffe spielen. Torpedos auf Steuerbord, das könnte knapp. Ich muss hier weg. Die Plöch-Torpedos sind heute wieder auf Kuschelkurs. Hallo Leute, entspannt euch doch mal hinten mal. Nicht auf mich. Geht doch mal alle auf den Jambat. Was ist mit euch? Jambat ist OP, da weiß man, da braucht man nicht drauf schießen, macht man macht eh keinen Schaden. Außer man hat 64 mm, dann kann man liebend gerne auf Jambat schießen. Ayoba, wie geht es dir heute und so? Die Condé kommt gleich rum. Und die Condé schießt auf mich? Das Spiel spiele ich aber jetzt nicht.
Die Alaska ist aber ganz schön weit vorne. Die Alaska denkt, sie wäre ein Kreuzer. Um genau zu sein, ein Radarkreuzer. Ist in Ordnung. Izumo macht bei mir 1000 Schaden. Weil ich mal einfach ein gutes Schiff spiele. Vor Sankas Weg. Aha. Superschiff hat Superschiff gebalanced. Mhm. Oh, der Torpedo ist hier. Boah, Yoshino und Friedrich, ey. Oh, das Spiel spiele ich nicht mit. Was passiert? Die Satsuma hat die Konde gemonstert. Das hätte sie sehen müssen, das war zu gut. Wie ja, kommt da so lang mein Mummel entweicht und dann kommen diese vier Mummeln von der Satsuma und 0 von 51.000 auf 0 oder so. Ja, 510 Millimeter, ne? Oh, the win, aber ich sag's dir. Aber Minimum 2 Titas. Diese ist auch von dem Ranking her das stärkste Schlachtschiff, das es gibt. Hm? Nach der Jean-Bart. Nee, Jean-Bart. Der kommt ein anderer Franzose, wenn ich mich da meinte. Ja, die Bourgogne. Das einzige noch stärkere Schiff als der Jean-Bart ist ein anderes französisches Schlachtschiff. Ja, klar, sicher. Und danach kommt noch ein französisches Schlachtschiff, bald das wird die Patrie sein. Die unheilige Mischung zwischen Bourgogne und. Ja. Und. Du, komm schon. Halland! Halland direkt voraus! Ah, wie heißt er? Eine Republik. Ich bin nicht richtig getroffen. Jean-Bart, Halland voraus. Ja, ich glaub, da war ganz schön weit hinten, Kollege. Ich schätze leider nicht wieder lieben gerne helfen, aber ich kann ja nicht vor mehr. Ja, ich sehe, sie seid mal wieder. Nein. Weißt du, für sowas jemand zu sagen, ist es Spaß. Friedrich. Das ist gerade. Alles so ein bisschen. Ich will nicht sagen, ich habe mich in eine blöde Situation gebracht, aber ich habe mich in eine blöde Situation gebracht. Aber ich habe Mitte getroffen, bei mir. Schlachtschiff entdeckt. Ach, Friedrich, wir hatten so viel Spaß. Gibt es wirklich? Der Sieg ist greifbar nahe. Warum bist du an? Jetzt weicht die Yoshino aus, das ist so gut. Torpedos, Torpedos auf Kollisionskurs, Zeit zu tanzen. Ja, erstmal schön heilen hinter der Insel. Zieht auf für Chino. Schnurrt wieder wie ein Kätzchen, Kapitän. Ups. Upsi, pupsi. Super hast du jetzt. Das ist Yoshino, die andere Yoshino. Oh mein Gott. Die beiden gehen mir ja so auf den Keks. Die sollen sich dann mal verkuschen. Ins Grab, wo die hingehören. Nein, Friedrich, bleib hier. Was tust du? Alaska ist raus. Hm? Ja, die hat nur wenig HP gehabt, das hat die. Ja, ja. Annapolis gerade gefinisht. Oh mein Gott. Oh, Kibalao. U-Boot, U-Boot. Ich würde hier angreifen, leider geht das nicht. Ihr könnt bitte mal die Maschine auseinandernehmen, die habe ich gerade doppelt wieder gemacht. Finde ich gut. Welche? Die, die hier war oder die, die herkam? Die da. Die Toten. Ey, jetzt schießt meine Sekundär nicht auf die Balao, was ist da los? Wir liegen in Führung. U-Boot OP, please nerf.
Das kann man auch so sagen. Ach du Scheiße, Hallert! Hi! Oh fuck, ey. Nice! So viel dazu? Ich hab gewonnen. Nach Punkte gewonnen. War nicht super viel Schaden gemacht, aber taktisch war das gar nicht mal so schlecht. Ich auch nicht. Ich hab auch nur 50.000 gemacht. 82. Wir haben alle nicht viel Schaden gemacht. Guck mal, von dem Gegnerteam ist nur die Hälfte rausgegangen. Hm. Ist nicht so, dass wir nach Kills gewonnen hätten. Nach Punkten haben wir gewonnen. Apropos, hier, Superschiffe, komplett gebalanced, ne? Nur so. Ja, guck mal, Tomaten. Überhaupt kein Problem mit Satsuma. Das Ding hat nur 8 Granaten. Ja, was soll schon schief gehen? Die Condé bei den Gegnern ist doch ganz unten. Die Annapolis ist bei uns ziemlich weit unten. Weiß ja nicht, was. Condé, Lob, gute Manieren, hat Brettseite gezeigt. Condé, melden. Stört mein Spiel, geht gar nicht. Melden. Sende eine Nachricht um Magie, mal für den Drop zu danken. Ja. Ja, Buddy. Schon wieder 3 Container. Ich habe 5 Container. Woher? Achso, hier, die Dinger. Man öffne mal alle. Huch, italienische Zerstörers. Hä? Moment, was? Italienische Zerstörers. Dass das in, ich weiß nicht, seit wie lang gibt es die italienischen Zerstörer als Sammlung? Dass jetzt auffällt, dass da italienische Zerstörers steht. Okay. So, was gab's noch? Och, eine Menge von allem. Fliegen, fliegen, fliegen. Alle fliegen mit. Wenn Donton mitfliegt, fliege ich auch mit. Und dann versuchen wir gegen 5 gegen 7. So, sag an. Tierstufe? Gibt nur eine heute. Boah. Boah. Nein, wenn ihr wollt, dann machen wir irgendwas anderes. Nee, ab nee, T5. Komm, fahr mal neu. Weiter, los. Weiter, ich muss die Sumo hier ein bisschen bei der Push. Und ich will einfach nur Spaß haben. Und ich hab Spaß mit der Pummer. Spaß mit diesem Schiff? Die Zen, ui. Jetzt geht's aber los. Wie mein CV spielt. Hab ich gerade mal Nachladebooster aufgeklatscht. Gucken, jetzt habe ich jetzt gerade 26,4. Ah, geil. Das ist wieder ein Witz. Ach, herrlich. Ja, okay. Oh, okay, Yamagiri, Annapolis, United States. Oh Mann. Also United States ist schon Arschlochruf. Oh, wir werden überwacht, wir haben die NSA bei uns. Hä? Plan. Ach du Scheiße. Die andere Dreier-Divi. Ich seh's gerade. Heute bist du der Actionheld. Zeit, dem Gegner das Fürchten zu lehren. Taschkent, Hindi und Ohio. Da muss einer wohl grinden. Dort die B-Divi ist schon eklig bei den Gegnern. Wie geht? Ach du Scheiße. Die Christopher Colombo nicht auch 4 Vierlingstürme? Ja. Kommt Wargaming eigentlich auf die Idee, jetzt lauter Schiffe mit 4 Vierlingstürmen einzubauen? Weil sie alle Ideen schon ausgenutzt haben. Ich meine, das ist. Bei der Lyon war es ja schon schrecklich, aber. Da kommen 5 Linkstürme, keine Sorge. Oder 6 Linkstürme. Ja. Das ganze Schiff besteht einfach aus einem großen Turm. Mit 30.000 Türmen, ja. 8 Türme.
Welche Fantasy-Schiffe einfach so ein. Sieht dann aus wie so ein Radarturm. Ewig weit seitlicher Ausleger. Sich. Okay, Doppelkammer. Das ist ja, das wird schwierig. Wenn die. Naja, gut, das sind zwei einzelne Bomben. Mal gucken. Hier riecht nach Grill. Geil, jemand grillt noch. Das ist geil. NCV mit Riesenturm. Ja, das ist die Kirche hat. Ja, das stimmt. Oder eine schwimmende SU minus 100 Y in groß. Was? Todes. Ja, die dreht schon mal. Hallo, lass mich doch mal. Ich wurde deckt, ich wurde deckt. Arsch. Rest macht die Streuung. Minus. Oh ja, siehst du. Drei Treffer auf die Gearing. So mal auf die Annapolis war was zu machen. Nee. Yay, alle haben gewonnen. Great, teilgenommen. Du hast ja nicht, also... Hättest du teilgenommen, hätte ich gesagt, hätte ich auch mitgemacht. Dann haben wir 5 gegen 7 versucht, aber es wurde dir nichts weiter gesagt. Nee. Torpedos auf Kollisionskurs. Das ist die erste Pommes. Und das sind Torpedos. Ja. Und keiner trifft. Pommern ist halt schlank. Du hast doch gesehen, ja. sind um mich herum die Torps. Ich habe keine mitgenommen. Sag ich sie. Hast du doch gesehen, also ist gut. Yay. Was ist denn nun? Gibt's hier nochmal ein DD? Gibt's hier nur eine Pommern? Ich kann nicht so schlecht winden, egal, das ist so kacke. Wenn ich jetzt mit oben lang fahre, werde ich von zwei fucking Pommern auseinandergenommen. Hallo? 18 auf Pommern. Wer steht denn gerade vor den beiden Pommern? Ich stelle fest, dass er noch die falsche Munition geladen hat. Also ich kann ja... Vorhin, es geht. Ich die anderen Polis lang. Ach du Scheiße! Was war das? Von links? Ja, ja, ich seh's. Das war unschön. Das war sehr unschön. Und das war's. Uff. 4 over Pants of Annapolis. Yeah, baby. Gearing ohne Tarnung. Bin genauso schlank, wie die Pommern lang ist. Oh, Buddy. Kann jemand mal die Halland hier aufdecken? Ja. Guten Nacht, Waldmeister. Hau rein. Bock, dass ihr das Leben in die Ecke kommt und sagt, hey! Kommen einfach die Wellen von der Annapolis mit ihrer Batterie, ey, meine Güte. Das war eine Haubitze. Oh, ich bin entdeckt. Ich bin entdeckt. Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Oh, schau mal, Torpedos. Nein, wer hätte das gedacht? Dass ich da schon mal umgenietet wurde mit den Torps. Oder angeschossen wurde mit den Torps. Und jetzt bist du genauso gefahren von Annapolis wie ich. Pommern, das war wohl nix. Bin tot. Oh fuck. Boah. Ja, Praller. Ja, Praller. Ja, ist halt eine Pommern. Blau doch mal ab, ihr scheiß Mücken. Gearing minus 1.
Pommern ist Müll. So. Ey! Das nehme ich ja mildig persönlich. Macht nichts. Was? Bist du ein Pommern? Hör auf mich zu beleidigen, ich glaub's ja wohl nicht. Ich beleidige nicht dich, sondern nur das Schiff. Ja, ich sag doch, ich nehm's langsam persönlich. Jetzt ist das nicht mein Problem. Die Beleidigung immer. Hey! Danke! Beruhig dich! Verdammt, noch ein Schwarm! Schießt die Kanone nicht! Warum nicht? Den Ausraster die von auch. Also, der Bug haben sie immer noch nicht behoben. Immer noch nicht. So, jetzt gerade irgendwie abgehakt zwischendurch. Ich habe ja das Gefühl, dein Internet ist gerade wieder am abkratzen. Danke. Der ist gerade ein wenig sauer, nicht wundern. Danke. Hallo. Der ist gerade sauer. Das kurz, muss ich kurz abbringen. Einen Moment bitte. Wett. Also eben konnte ich sagen, eigentlich gut verstehen. Der ist zwischendurch einmal kurz so hat so ein, dieses Stuttering gemacht, dieses. Ich will jetzt nicht sagen britt, aber naja. Ja. Keine Angst, wurde nur vom Surfer getrennt, alles gut. Gut, dann. Oh, komm schon, Halland, kusch dich doch mal ins Grab. Die haben ja schon die ganze Zeit. Danke. Ich glaube, der mag mich nicht mehr. Hey! Ja. Und er sagt ja. Ach, Pommern, was machst du denn hier? Ja. Ja, für Pommern sieht es auch nicht gut aus. Schlecht gelaufen. Oh, ja, ist der jetzt diesen Reichweite. Das ist schlecht. Achso. Das war's für John. Jupp. Tschüss. 16.000! Was? Und tschüss. Ja, das ist. Da komme ich direkt passend rein. Bei mir wurde gerade angezeigt, dass John gestorben ist. 16.000 für United States! Fuck off, ey. Please nerf United States. Wie gesagt, Superschiffe sind komplett gebalanced. Siehst du. John, ich weiß nicht, was du hast. Die sind komplett gebalanced. Das ist überhaupt nichts. Braucht die Satsuma. Dringend. Dringend brauche ich dieses Schiff. Ja, ich bezweifle, dass der NRA gut genug ist. Oder ja, der Montana. Der Jean-Bart hatte mal 99er Luftabwehr. Ich weiß gar nicht, warum die nicht mehr so hoch gepunktet ist. Also nicht mehr so weit. CV-Work, ja. Es gab auch mal Zeiten, da jeder Flugzeugträger, der in der Nähe einer Des Moines oder Mino gegangen ist, der hat am Ende keine, der hatte nach 5 Minuten keine Flugzeuge mehr. Das gab's auch mal. Ja. Die Tage sind auch vorbei. Die Atlanta und Flynn waren auch mal richtige Luftabwehr-Dinger, die, wo irgendwer sagte, ich weiß nur, irgendwer hat im Chat da mal geschrieben, von wegen, ja, hier mit den ganzen Upgrades und so kommt man auf über 100 Punkte mit der Luftabwehr. Ja, Flag Lanta. Aber das war einmal. Was?
kann mich heute nicht beschweren. Ich hatte sehr, sehr schöne Runden mit der Pommern gespielt heute. Das hat viel Spaß gemacht. Mit der Zieten und der Prinz Ruprecht nicht so wirklich, aber da je. Wie bitte? Heißt ja Ansichtssache. Ich habe die Runden gepostet. Beziehungsweise die erste Runde, die wir heute gespielt haben, 135.000 Schaden. Also was willst du mir genau mitteilen? Was soll daran Ansichtssache sein? Meine Runden waren nicht so, wie sie hätten sein könnten, sagen wir es mal so. Ich habe einen Drop. Das ist, was anderes. Deine Runden? Deine Runden von heute. Ich soll nochmal wieder was trinken hier. Ja, willst du weitermachen oder willst du aufhören? Hä? Er ist weg. Wie? Wieso ist Sanka jetzt weg? Der ist doch wieder da. Was willst du denn? Uff. Sanka war gerade weg. Der war immer hier. Nein, ich habe einen Videobeweis. Schön. Na gut, dann sag mal, was wollt ihr fahren? Echt? Okay. Wirklich? Sicher? Noch schlimmer kann es nicht werden. Nicht du, ich. Achso, wir machen jetzt eine wunderschöne deutsche Linie. Und dann muss ich eben aber. Ah, verdammt, jetzt habe ich die Pommer nicht da, Mann. Oh. Komm, rein da, rein da. Los geht's. Das wird so eine Katastrophe mit der Ruprecht. Und jetzt pushen wir. Jetzt pushen wir rein, geradeaus. Wir pushen jetzt da rein, ich will jetzt mal Spaß haben. Ihr pushen ja. Pushen rein. Ja, ihr ja. Ja, du auch? Nee, oh. Ich bin... Wenn wir pushen, dann pushst du erst recht, hallo? Ich in der Ruprecht. Rein da, ja, ist ja verständlich. Ja, bin ich ja kein... Ich bin der Friedrich, die schießen auch auf mich automatisch, hallo? Ja, mal gucken. Ein Ruprecht, da sagen die HP, die haben wir schnell runterbekommen. Den können wir nachher klein machen. Den kann man schnell runterkriegen, den als erstes weg. Woher? Friedrich wird immer zuerst beschossen. Also fahren wir jetzt alle nach C oder runter? Alle nach C rein. Junge, bist du der Actionheld? Junge, ich bin richtig gefeuert hier bei dir. Junge, was geht denn hier? Ich mag die Farbe vom Wasser hier. Schön türkisblau. Schnell runter. Ach, Buddy. Ich bin Gott sei Dank Anfang August im Urlaub. Ja, ich auch. Echt? Ja. Geil. Wo geht's hin? Achso, nee, Urlaub im Sinne von Urlaub Arbeit, aber nicht Urlaub von Wegreisen. Achso. Nee, wohin soll ich denn reisen? Ich will tatsächlich mal wieder wegreisen. Seit wie vielen Jahren? 6 Jahren? Ja, nee. Schnell runter hinten. Buddy, Der Weiße sagt mir, ja, fahr doch rein und was ist? Da steht er 2,5 Kilometer hinter mir und John fährt erstmal. Hallo, ich bin außen gespawnt. Nein, alles gut.
werden wir hier runtergemacht hier, also wirklich. So, ich fahre auch Richtung C, also alles easy. Die dumme, beschissene Gneise doof. Oh, 18.000 auf Gneisen. Perfekt. Die denken sich nur so, why? Why? Seit wann hat die Friedrich 23 Sekunden 22 Sekunden Nachladezeit? Ich wollte sagen, seit wann hast du denn so eine schnelle Nachladezeit? Ich fahr Nachlademodul mit den 406ern. Maggi Hydro? Noch nicht. Ein paar 3 Sekunden würde ich mir noch lassen. Boah, sag ich. Komm, vor allem, ich habe ja nicht die 6 Kilometer Hydro, ich habe nur die kleine Hydro. Du hast eine Groningen? Aber wenn es Groningen ist, Nebel. Dann geht's ja noch. Ja. Ein Durchschlag auf der Gneise. Komm schon. Hast du Hydro? Ja, hast du. Ja. Dann brauche ich nichts hin. Ja, nur 5,5 Kilometer, auch wenn oben in der Liste noch 6 Kilometer steht. Das ist der PG. Guck, sag ich doch. Die gehen auf mich, nicht auf dich. Ja, weil ich auch noch nicht entdeckt war. Jetzt bin ich entdeckt. Und guck, schon gehen sie auf mich. Oning schießt auf mich. PG schießt auf mich. Was willst du mir denn mitteilen? Was möchtest du sagen? Schießt auf mich? Ja, kann sich nicht entscheiden. Zwei Overpens auf einer Bereitseite. Ohne Geld. Auch noch daneben alles. Push. Direkt eindrehen und nach oben fahren. Gott, der Feuer frei los. Nelson, ist es eher im Hinter? Im Obwohl, 12.000, dann die DNL-Treffer. Mag ich sein Radar auch? Radar, ja, Hydro ist aus, ja, aber alles gut, wir brauchen, also, kommt mal. Da kommt doch nix. Ich hier? Ah, okay, das bisschen. Schlachtschiff entdeckt. Bleib immer wieder auf Kaffee. Alter. Chaos. Boah, war das laut. Das war. Sehr schön. Chaos. Bis bald. Das war too much. Das ist wohl, ich hab den Stream ausgeschaltet. Oh, Pommern, voraus. Das war vielleicht ein bisschen laut, sorry. Bisschen. Oh, ja. Prinz Ruprecht, gutes Schiff, kriegt aber genauso sehr auf die Fresse wie die, wie der Friedrich der Große. Ja. Mein Reden, aber mir will ja keiner zuhören. Es ist halt Friedrich. Oh, Milkeis. Oh. Schmeckt. Nom. Oh je. Ich liebe Milka-Schokolade. Nukulare. Wer hat gedacht, dass man mit so einer Bullshit-Divi so einen großen Effekt haben könnte?
Ja. Ja gut, da sind auch hier Mogador ist mitgekommen. Und irgendwer ist noch mitgekommen von uns. Azuma. Ich spiel's auch. Ja, die ist noch weit hinten, aber. Die war immer weit hinten, aber irgendwen hatten wir doch noch dabei. Formdefekt, ja. Und jetzt habe ich keinen Lütins drauf für die Sekundärbeschleunigung. Ja, ich auch nicht. Braucht man nicht. Braucht man nicht. Hier, komm mal, Sekundär, zack, Feuer frei. Wurde rausgenommen, perfekt. Wunder gibt es wirklich, der Sieg ist greifbar nahe. Jetzt brennt die Hütte schon wieder. Holy Energy. Guten, stimmt, guten Chaos. Vor lauter Geräuschkulisse gar nicht mitgekriegt. Sehr schön gepusht, easy going. Und Sanka hat schon. Ach naja, Sanka macht jetzt ohne uns weiter. Nee, die sind in der Insel verschwunden, da war es für mich auch mit Damage. Für mich gibt's hier nichts mehr zu holen. Boah, wenn ich da unten ankomme, ist Weihnachten außer auf einen. Ich hab 53.000, also. Ich hab 87.000. Ich verbessere mich 54.000. Der Schaden ist um mir weggelaufen. Weggelaufen oder der Friedrich hat gezeigt, warum er so scheiße ist. Ansichtssache. Mit dem Freddy habe ich auch noch zu tun. Scheiße. Irgendwann nehme ich dann auch mal wieder im Gefecht teil. Oder auch nicht, weil schon verloren. Hey, was soll ich denn sagen? Ich bin noch weiter hinten als du. Komm. Ja. Ja, hier, friss Kugeln hier. Irgendwann fange ich wieder zu leben an. Hey, du bist schneller als ich. Irgendwann. 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 Ja. Mein Wasser, also, dass mein Wassereinschütten schon laut war, okay, aber das, das war zweimal so laut. Hä? Nee, das war relativ gleich laut. Full Life Iowa. Was genau hat die Gemäßer gemacht? Ach, immer auf die Verbündeten schießen. Deto, die Rupprecht wurde mit einer Deto rausgenommen. Das war zu wenig vorgehalten. Upsi. Jo. Drei Abpraller. Ach, die Benson schaut mal wieder vorbei. Wieso hat da nichts getroffen? 110.000 immerhin noch. 152 Sekunden. Okay, die Iowa brennt ab. Oh, die Iowa, lass abbrennen. Ja, ja, ich kümmere mich mal um die Band. Doch, Azuma! Melden! Glaub mir den Kill. Dafür. Großen Stil hier. Hat nichts getan, das gesamte Match. Hinten gesessen und die Basis gechillt. Er hat die Basis gechillt. Aber richtig die Basis gechillt. Der war hinten. Man vergisst immer wieder, dass man 12 Kilometer Torpedos hat. Das ist irgendwie total merkwürdig auf dem Schlachtschiff. Macht überhaupt keinen Sinn, aber okay. Ja, es ist ein Schlachtkreuzer. Oh, ich habe tatsächlich mal 18.000 gemacht. Gut, Breitseitenkreuzer, ne? Guten Tag, Ordinate. Mein Ordi. Moin, Ordi.
Portal merkwürdig. Ja. Aber wisst ihr, dann kann ich ja gleich das Feld räumen und Audi streamen mit WoWS und spiele dafür mit euch weiter. Nicht mein Kill, fuck! Audi, du spackst mit dem Mikrofon oder so. Okay. Ja. Jedenfalls bei mir. Weißt du? Ja. Du klingst so, wie ich sonst klinge, wenn meine Verbindung abkackt. Jawohl. Guck, Maggi hier. Meckert mit der Prinz Ruprecht hier rum wie noch was und wird dann Dritter mit 1500 Base. Einmal. Ja. Die ganze Zeit hier. Einmal kriegt man ein gutes Match hin. Das juckt aber so überhaupt nicht, weil immer noch ist er hinter einem Franzosen. Ja, das. Oh Gott, das habe ich nicht mal gesehen, ey. Was? Wirklich? Magador hat einen guten Job gemacht, da kannst du es gegen sagen. Halt die Fresse. Oh Magador hat einen guten Job gemacht, da kannst du nichts gegen sagen. Melden spielt einen Franzosen. Ich finde, das sollte eine eigene Kategorie werden. Melden spielt Franzosen. Da wurdest du Magador. Ja, als Kommandant bestimmen. Sanka, lad doch mal den Ordi ein. Ihr spielt weiter, ich bin raus. Hab heute genug WoWs gespielt. Wie viele Gefechte habe ich jetzt heute eigentlich gespielt? Ich habe heute so viele Gefechte gespielt wie sonst in zwei Wochen. 17 Gefechte. Uiuiui. Durchschnitt von 63.000 Schaden, weil Pommern gespielt. Viel Pommern gespielt. Hat viel Spaß gemacht. Ja. Selbst wenn meine Statistik, also selbst wenn ich mir den Durchschnittsschaden allgemein anschaue, ich bin jetzt von 48.250 auf 390. Also ich habe bald ich habe 150 Punkte plus gemacht. Innerhalb von 2 Tagen. Also, einmal wieder gute Schiffe spielen und schon geht's. Na gut, tschüßen, genau. Konsul Chaos, Trian. Seit wann denn Konsul? Seit Muss ich die Rolle jetzt auch umbenennen? Nö, brauchst du nicht unbedingt. Okay. Die sollen ruhig alle wissen, dass ich ein Fanatiker von Kohlekraftwerken bin. Sag mal, Franz Neschen, dann wäre er zufrieden mit dir. Eben. Ja. Wobei für ihn wäre er Konkurrenz. Nö, er ist ja der Vorstandsvorsitzende. Bedeutet, ich wäre einfach nur irgendwie so ein Vasall. Kollege mit Rolf. Wo ist hier? Weil Thor Strindberg war ja auch nicht verfeindet mit Rufus Horn. Genau, wie war dem Schokolade? War dem Zucker. Ja, über den sprachen wir ja gerade. Naja, auf jeden Fall gute Nacht, bis morgen. Was für Sprachen lernt Bubble? Was willst du denn jetzt? Was? Hast du gerade gesagt, Sprachen lernt Bubble? Aber du hast recht, eine Sache muss ich verbessern. Und zwar das hier. Das muss ich verbessern. So. Wenn schon Latein, dann schon richtig. Viel Spaß, gute Nacht, bis dann, tüdelü, haut rein. Tschüss, könnte der Konsolentrian. Werde ich jetzt auch eingeladen. Ja, muss der Sanka fragen. Muss ich Sanka fragen? So, ich bin raus. Vielen Dank fürs Mitspielen soweit auf jeden Fall. Und an euch vielen Dank fürs Zuschauen. Heute hat WoWS echt eine Menge Spaß gemacht. Bis dann, tüdelü, haut rein, viel Erfolg. Nacht, schlaf gut, haut rein. Thank you.